brand new season, brand new dawn for Formula One. It's the Bahrain Grand Prix, and it's lights out and away we go. Willkommen zurück, Leute. Danke fürs Zusehen bei einer weiteren Folge. Wir spielen heute das Grand Prix. Ich hoffe, euch geht's gut. Vergesst nicht, den Channel zu abonnieren und mir ein Like dazulassen. Ich habe schon die ersten 7 Rennen gemacht von dem Grand Prix. Das gucken wir uns jetzt mal an hier. Und das letzte Rennen, das machen wir zusammen. Wie ihr schon gesehen habt, Herausforderer. Ich spiele in Serie 6 den Grand Prix diese Woche, damit es einfach auch leichter fällt. Macht ja auch gar keinen Sinn, eigentlich in Serie 12 reinzuspringen nach einer Woche, nach neuem Update und nach neuem Spiel, nach neuer Saison. Von daher haben wir es mal langsam angehen lassen und haben da in Serie 6 den Grand Prix angefangen. Nächste Woche bei dem Grand Prix werden wir eventuell sogar dann Serie 9 spielen. Aber das werden wir uns dann nochmal angucken, wie weit wir auch mit dem Setup sind. So, wir sind aktuell Platz 7, haben noch ein Rennen vor uns, haben 321 Punkte erreicht, wie ihr auch seht. Und, da bin ich kurz zurück. Tut mir leid, Leute. Das Spiel ist auch ein bisschen laggy heute. Ich hoffe, dass sich das ein bisschen legt im Laufe der Woche. Aber wie ihr seht hier, Platz 1, Platz 2, das sind alles Leute, die geben Vollgas hier. Fahren alle maximale Punktzahl. Und wir hängen da bei 321. So, dann lasst uns mal zusammen das letzte Rennen machen. Ich werde euch auch mal nach dem Video, werde ich euch mal auch das Setup zeigen. Also bleibt bis Ende dran, damit ihr auch die volle Dröhnung hier abkriegt. Das komplette Setup, die Strategie, wie ich fahre, mit welchen Reifen wir fahren. Jetzt hier bei dem Rennen haben wir Regen mit 50% Wahrscheinlichkeit. Also denke ich mal, dass wir da schon auf Regenreifen anfangen werden, das Rennen. Und dann eventuell auf Softies dann switchen müssen. Schauen wir uns mal an. Ich muss erstmal schon einen Gegner finden. Wie läuft das bei euch im Moment? Schreibt mir unten in die Kommentare, wie weit ihr seid, welche Serie ihr seid, was ihr euch gerne anschauen würdet, was ich für ein Video für euch hochladen sollte, damit ihr da dann ein bisschen bessere Punkte fährt. Sagt Bescheid, können wir immer machen. Ich werde später im Laufe des Tages noch Serie 10 freischalten, also falls da auch Interesse steht an dem Video, würde ich dann auch mal ein Serie 10 Video hochladen. So. Quali 3 und 4, Gegner 1 und 2, das sieht natürlich nicht so gut aus. Es regnet, also werden wir eine Einbox-Strategie, so wie es aussieht, fahren. Machen wir eine 4-4 oder eventuell sogar eine 5-3, müssen wir uns mal angucken. So, 3 Minuten und 40 Regen, danach nochmal Regen. So, wir boosten ein bisschen, halb so wild. 1 und 2 müssen wir nicht fahren. Qualifiziert sind wir ja, für morgen ist es dann auf jeden Fall wichtiger. So, Max Verstappen ist direkt weg. Platz 1, Alonso hängt da noch auf 4. Alles cool, alles entspannt. So, nach der Kurve gehen wir eventuell mal runter vom Gas mit Max. So, dann gehen wir runter. Und mit Alonso genauso. Und jetzt schauen wir uns das mal an. So. Wisst ihr immer, dass ich bei meinen Rennen immer dieses, also wie ihr seht, den grünen Pfeil und den roten Pfeil immer schön benutze, um natürlich dann auch ein Gap zu bilden zwischen den Gegner und mir. Dann tun wir dann nach einer Zeit dann wieder auch boosten und dann auch wieder den Gap zu öffnen. So, da kommt der Gegner, der ist ja schön am pushen hier mit Lando Norris. Da geben wir auch ein bisschen Gas, bevor er uns überholt hier. Da setzt er an, nein, das hört nicht zu. So, wunderbar, mit also auch ein bisschen boosten. So, mit Alonso müssen wir eigentlich jetzt mal ein bisschen vom Gas weg. Versuchen da die 5 Runden zu fahren. So, Max Verstappen muss jetzt auch Norris ein bisschen blocken. Jawohl, sehr gut. So, jetzt wieder Gas geben auf der Geraden und so, perfekt. Sehr, sehr gut. Sieht auch alles schön aus hier. So, hier auch mal kurz mit Alonso ein bisschen. So wie es aussieht, wird der Gegner, denke ich mal, die Runde mit beiden Autos pitten. Ja, das wird dann natürlich in unsere Karten spielen hier, weil er dann stecken bleibt in der Boxengasse. So. Wir kommen rein mit Max, reparieren das Auto auch komplett.
So, rein. Und der Gegner kommt mit beiden Autos rein, so wie wir auch gesagt haben. So, und jetzt muss Alonso versuchen, ein bisschen Pace aufzubauen. So, weg. Runter vom Gas. Und das müsste uns auf jeden Fall helfen. Hoffen wir mal. So, wir müssen versuchen, auch mit Max Verstappen vor Lando Norris zu kommen. Wie es aussieht, hat er nicht repariert. Also das Auto von ihm, da kommt er, perfekt, perfekt. So, und jetzt blocken, also schön verteidigen die Position. Alonso hatte dann keine Reifen mehr. Oh, das ist knapp da, aber läuft alles wunderbar. So, jetzt können wir, da haben wir den Platz verloren, halb so wild. So, Alonso kann jetzt Gas geben, Vollgas. Und Max Verstappen muss sich den Platz wiederholen. Da geht er rein und da holt er sich ihn wieder, perfekt. Geben wir noch ein bisschen mehr Gas, versuchen ein bisschen wegzukommen von ihm. Wunderbar, Alonso hat jetzt auch den vierten gemacht. So. Den Gap haben wir zwischen Max Verstappen und Lando Norris, da können wir jetzt auch ein bisschen weiter Gas geben. Lassen wir jetzt einfach mal am Boosten. So, jetzt können wir runter vom Gas. Müssen genug Abstand haben. So, Gegner, so wie es aussieht, hat auch gutes Setup. So, und jetzt Alonso müsste es auf jeden Fall schaffen, auch den dritten. Also George Russell zu überholen hier. Schon. Platz 1 und 3 wäre auf jeden Fall super. So wie ihr auch seht, weil ich ja halt auch Serie 6 spiele, kann man dann halt auch vorne mal mitfahren. Ja, bei Serie 9, Serie 12, ich weiß nicht, Jungs, wenn ihr da die Serie ausgewählt habt, dann schreibt mir mal unten in die Kommentare, wie es bei euch läuft. Postet mir mal eine Statistik. Alonso hat es hier nicht geschafft, noch Russell zu überholen und wir beenden unser letztes Rennen mit Platz 1 und Platz 4 mit 45 Punkten. Rennen gewonnen, alles cool. Hauptsache, wir haben uns qualifiziert. Für morgen definitiv werden wir versuchen, Platz 1 und Platz 2 zu machen. So, hier, wie ihr seht, 4-4 und 4-3 gefahren. Fahrer hat er besser wie wir. Hat die sogar schon auf 2. Ja. Uff, und guckt euch das an hier. Apex auf 5, The Stream Roller auf 6. Ja, so ein richtiger Item-Shopper hier, ne, der Junge. Ja, das ist doch schön. Haben wir trotzdem gewonnen. Haben wir dem gezeigt, dass das Geld trotzdem nichts bringt. Danke fürs Zusehen, liebe Leute. Wir hören uns morgen. Wir sehen uns morgen bei der nächsten Folge, und zwar bei den Final Grand Prix am Sonntag. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß und bis später. Ciao.